Hallihallo, liebe 1000 PS-Fans, wenn es um das Thema professionell aufgezogene Rennstreckenveranstaltungen geht, fällt immer öfter das Kürzel BTR. Aber nicht etwa, weil die Burschen vom BTR etwas für dieses abartig schöne Wetter hier im oder am Automotodrom Brünn machen hätten können, außer dass sie vielleicht ihren Teller leer geputzt haben. Nein, sondern weil es einfach wirklich perfekt organisiert ist, das ganze, die ganze Veranstaltung. Und ich habe schon ein bisschen geplaudert mit dem Kurt Teuritzbacher, der Macher von BTR. Er hat mir da schon einiges erzählt. Er hat befunden, dass die Veranstaltung perfekt rennt. Gestern gut angelaufen, auch schon schönes Wetter. Heute fast noch schöner. Ich werde dann noch ein bisschen später mit ihm plaudern. Ich werde mit dem Peter Lietz plaudern, viele von euch kennen ihn, fährt mit bei der Trofeo Moto Italia. Ich werde mit dem schnellsten Mann der Trofeo Moto Italia plaudern, mit dem Manfred Stingl, der hier am Ring in Brünn 204er Zeiten fährt. Das ist richtig schnell. Kurt hat mir gesagt, richtig unspektakulär. Mit dem werde ich eben noch plaudern und ich werde euch aufklären, wofür BTR überhaupt steht. Wisst ihr das? Ich werde es euch aber erst später sagen. Bleibt dran! Wie sagt man so schön bei uns in Österreich? Und? Alles leiwand? Ja, alles leiwand. Macht Spaß? Macht sehr Spaß. Wenn das Wetter perfekt ist, was will man mehr? Du hast brav zusammengegessen, wie ich merke, die Sonne scheint, ja. Wir nicht gescheit. Du hast hier eine sehr schöne RR-BMW in einem so einen, meiner Meinung nach, Grau, das eigentlich nur einem VW-Käfer steht, aber dem Bike steht es auch richtig gut. Hast du dann auch irgendwas gemacht? Das war das Ergebnis nach einem Sturz, leider Gottes. Aber ein schönes Ergebnis. Aber ja, es geht. Mir gefällt es extrem gut. Und was ich auch bemerke, du hast ein geiles BTR-Performance-Leiberland. Dreh dich einmal um. Das war sie in der Kamera. Das war mein erstes. Das war dein erstes, sehr schön. Wie alt ist es? 2012, glaube ich. Sehr brav. Und seither immer wieder bei BTR dabei? Genau. Also das genau. Ist offensichtlich eine nette Serie. Ja, genau. Machen Sie das gut, die Burschen. Das sehr gut, ja. Also toller Veranstalter. Dankeschön fürs Plaudern und viel Spaß noch mit deiner Bayerin. Danke. Eine Frau auf der Rennstrecke, leider immer noch eine Seltenheit. Du genießt aber jetzt nicht nur das schöne Wetter, du fährst auch offensichtlich. Ja. Man sieht. Aber ganz fertig bist du noch nicht angezogen. Ich bin gerade gefahren und jetzt habe ich wieder ausgezogen, weil es zu warm ist. Schon wieder ausgezogen. Und wie ist das so? Bist du mit deinen Zeiten zufrieden? Ja, super. Jetzt kann ich schon mit den anderen ein bisschen mitfahren. Also es wird. BTR hat nämlich den Ruf, dass das immer schnelle Leute sind. Aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich erklären, dass das eh auch cool ist für alle. Auf jeden Fall, weil ich fahre noch immer mit einer Warnweste, das halt wissen, ich bin jetzt den sechsten Tag auf der Rennstrecke und bin sonst auch noch nie Motorrad gefahren. Okay. Und geht genauso, weil es sind jetzt drei sind schon hinter mir, habe ich gesehen. Also, es geht, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass du langsam bist, vielleicht bist du eh urschnell und tust nur so. Langsam als etliche, ja. Aber... Aber auch schneller als einige. Ja. Na, so muss man das sehen. Genau. Dankeschön, viel Spaß noch. Danke. Markenvielfalt wird bei BTR groß geschrieben. Drüben eine S1000 RR BMW, dort eine schöne Suzzi und hier jetzt eine Fesche Aprilia. Servus, macht Spaß das Ganze da? Natürlich, darum bin ich ja hier. Und mit den Zeiten zufrieden? Nein. Geht immer besser. Eine Katastrophe heute. Obwohl das Wetter herrlich ist. Ja, war wahrscheinlich der gestrige Abend schuld. Darüber wollen wir nicht reden. Schöne Mopetten, eine RSV4, viel gemacht oder relativ original? Ja, komplett original, nur der Grapovic-Anlage und dann dementsprechend das Mapping aufgespielt, damit das Ding funktioniert, so wie es soll. Den Sound hören wir jetzt leider nicht, aber wir wissen, dass die Aprilias immer geil klingen, vor allem dann mit Agrapovic. Na, viel Glück noch, dass die Zeiten besser werden und auf alle Fälle viel Spaß, aber den hast du so und so. Danke, das kann ich brauchen, das Glück. Darf ich dich kurz stören? Du bist da schwer in den Vorbereitungen. Ja, genau.
Aber ich hoffe, es hat einen Sinn, was du da machst, dass du auch ordentlich im Rennen dann Punkte machst. Ja, das hoffe ich auch, dass das was bringt. Ja. Du bist dabei bei der Trofeo Moto Italia. Ja, genau. Und wo rangierst du gerade? Ja, mein 8. und 10. Platz. Ja, hey, das ist schon super, passt schon. Ich sehe eine wunderschöne Panigale. Ja, ist richtig. Ja. Wo kann ich die einordnen vom Preis her? Hast du das irgendwie ausgerechnet? Ja, in etwa. So das ganze Paket mit dem Auspuff, mit allem drum und dran, um die 30.000 Euro. Das ist ja nicht so arg, oder? Ich finde, 30.000 ist nicht wenig. 30.000 haben oder nicht, haben sind schon 60.000. Ja, genau, so schaut es einmal aus. Ja. Na, dann wünsche ich dir viel Glück, dass auch alles glatt geht mit dem Motorrad. Ist sehr zuverlässig. Wohl. Nein, das ist alles nicht mehr Spaß. Die Ducatis von früher, das ist nicht mehr so. Nein, das ist komplett was anderes. Man, eins ist auch klar, man darf halt den Motor nicht eingreifen, weil es die Teile heute, die kennen schon so viel, die kennen mehr als wir alle zusammen und da braucht man gar nichts mehr machen. Außer Hafenwechsel, siehst du. Sehr, sehr nett zurückhaltend, der junge Herr. Danke fürs Plaudern. Bitte, gerne. Servus. Man sieht, du hast ein BTR-Leiberl an. Du solltest dich auch dementsprechend auskennen. Weißt du, was BTR überhaupt heißt? Born to race. Scheiße, er weiß es. Burschen, ich sehe, gerade aus dem Gefecht zurückgekommen. Vielleicht kann ich euch ein bisschen aus der Reserve locken. Wisst ihr überhaupt, was BTR heißt? Das ist eine gute Frage. Weißt du, was BTR heißt? Ich habe gleich gesagt, Born darfst du reinfahren, aber eher heißt das, glaube ich, besser. Born to race, oder? Na, ihr seid aber nicht schlecht. Selber hergeleitet. Und schnell auch noch, oder? Na ja, mittelmäßig. Sehr zurückhaltend, sehr sympathisch. Zumindest beide Varianten gewusst, was das bedeutet. Und du auch schnell auf der Strecke? Ja. Für mich schon. Da, so soll es auch sein. Ja. BTR macht Spaß. Ja, natürlich. Sehr klar. Nein, einfach. Schon seit vielen Jahren. Ne? Fahrwerksgut, musst allen alles erklären. Bisschen, ja. Immer gut. Ja. Born to race die Burschen. Danke. Es gibt viele schnelle Jungs hier bei der BTR-Veranstaltung. Ich sage jetzt nicht, dass du langsam bist, aber eine XR ist jetzt nicht unbedingt das Rennstreckenmotorrad. Macht aber trotzdem Spaß. Ui. Ich habe vorher eher eins gehabt. Das ist für mich, für mein Alter und für mein Fahrgestell, schon ein bisschen zu sportlich. Und durch den Litzwetter bin ich auf die Idee gekommen und habe gesagt, probiert ihr mal auf der Straße. Ich war wochenlang gefahren auf der Straße und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich war bis jetzt noch Honda-Fahrer und habe mich sofort wohlgefühlt. Und jetzt, das ist das, was mir einfach richtig Spaß macht. Es macht da aber trotzdem auch auf der Rennstrecke Spaß. Genau so ist es. Also genau du kommst so nicht weg von der Rennstrecke. Ja. Na, ich finde ja ehrlich gesagt eh, dass die XR die S1000 RR als Tourenmotorrad ist. Der Motor und alles, das ist so giftig. Nein, es ist extrem gut. Das Einzige, halt, dass halt dann die 40 PS noch fehlen, einfach nach der Kurve raus. Aber ich bin genau an meinem Limit. Also mir taugt das wirklich. Uns macht das wirklich Spaß. Das heißt, du kannst BTR nur empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt seit 50 Jahren jetzt bei BTR eigentlich alles durch. Und es ist da jetzt so, wir haben jetzt eine vierte Gruppe, das ist genau die Gruppe, wo ich reinpasse. Und da sind die extrem schnellen Jungs und das ist alles eine super Gemeinschaft. Und Wetter passt ja. Das Wetter passt auch, haben wir Glück gehabt. Ne? Ich falle sozusagen vor ihr auf die Knie, auch wenn ich jetzt nicht auf den Knien bin. Ich hockerl neben ihr eine wunderschöne Suzuki in dem extrem geilen Blau mit dem Ritzler-Schriftzug. Das erinnert mich an eben die MotoGP-Suzukis von damals. So geil von der Lackierung her. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen militanten Nichtraucher, der Ritzler trotzdem leiwand findet, einfach weil das ein cooler Sponsor für die Suzis war. Also geiles Bike, finde ich. Servus! Ein Schirm ganz nach meinem Geschmack. Ein Bierzelt sozusagen. Alles in Ordnung, macht Spaß beim BTR, bei der BTR-Veranstaltung? Sehr, ja. Super. Zeiten passen? Für mich, ja. Also es geht um nichts, es geht um einen Spaß. Genau, um dies geht's. Spaß das ist eigentlich eh das Wichtigste. Genau. So endlich ein ebenbürtiger Gesprächspartner. Hallo, servus. Macht Spaß? Hallo, macht Spaß? Macht Spaß, die BTR-Veranstaltung? Ja, macht ihm Spaß.
So, meine Lieben, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin dort, wo ich hin wollte. Ich stehe am Podest, ohne etwas dafür getan zu haben. Davon habe ich mein Leben lang geträumt. Ich stehe aber eh nur am dritten Platz. Am ersten Platz neben mir endlich der Kurt Deuritzbacher. Und lieber Kurt, du bist der Macher, Mastermind vom BTR. Jetzt schau nicht so, es ist ja so, oder? Hallo, ja, nein. Prinzipiell ist es, wir sind zu dritt und ja, mehr oder weniger, mich kennen die meisten eben bei BTR, aber wir haben jetzt eine neue Firma, die Firma Moto Event, und da sind wir auch bei GH Moto mit dabei, und wie du auch weißt, bei den 1000 PS trägt es. Bei BTR ist es so, sind halt die meisten Fahrer sind halt mich an der Front gewöhnt, ja. Und was darf man sich unter BTR vorstellen? Ist eine Rennstreckenveranstaltung, ist das eher nur für Schnelle, oder? Das ist sicherlich nicht der Fall. Klar, wir bedienen ein breites Spektrum, wirklich von den schnellsten Fahrern in Österreich bis aber zu den Rookies und Einsteigern. Wir fahren ja bekannterweise in vier Gruppen, und da werden auch Fahrer, die nicht so sattelfest sind oder nicht so schnell sind, genauso gleich behandelt wie unsere mehr oder weniger Stars in der Szene. Und wir haben ja noch einen Herrn hier am Podest, der hat den zweiten Platz geschafft, ohne etwas zu tun. Das ist der Chris Lebe, hat mir gesagt, Chris steht nämlich auch hinten auf der Kombi, weil Christian ist so lang und er ist froh, dass er nicht so einen fetten Hintern hat, dass sich Christian ausgeht. Nein, lieber Chris, du bist Chefinstruktor bei BTR und auch bei unseren Track Days von 1000 PS. Was hast du da eigentlich so zu tun? Also das fängt schon an mit der Einteilung. Wir haben ja mehrere Instruktoren bei 1000 PS. Wir fahren ja da in sieben Gruppen teilweise. Und da ist einmal das Regrouping von diesen Teilnehmern natürlich. Aber da sind ja sehr viele dabei, die das erste Mal auf einer Rennstrecke sind. Natürlich dementsprechend nervös sind auch dabei. Und diese Nervosität muss man ja ein bisschen nehmen mit einfach Wissen. Wissen, wie verhalte ich mich auf der Rennstrecke, dass einer eh nichts passiert, solche Dinge halt einfach. Das heißt, vom wirklich Einsteiger, vom Beginn über die Fahrtechnik, wie sitze ich oben, was sollte ich vermeiden. Und das Schöne daran ist, dass die riesen Fortschritte machen innerhalb von wenigen Turns, und man kann, glaube ich, viele Stürze vermeiden und dass man sich Fehler einlernt. Das ist fast bei einer jeden Sportart so, egal, ich spiele auch Tennis oder sonst irgendwas. Und das sind Sachen, wenn ich nicht am Anfang gleich mit Trainer spiele, lernt man sich einfach irgendeinen Blödsinn ein und den kriegt man ganz schwer raus. Also was ich jetzt schon höre und ihr ja auch, der Chris hat eine ganz ruhige, angenehme Art, das zu vermitteln. Das ist wichtig bei solchen Sachen, dass die Leute keine Angst haben. Du vermittelst jetzt noch nicht den verbissenen Racer, ihr müsst das jetzt sofort können. Nein, du machst das sehr ruhig. Du hast ja aber eben auch mehrfach Funktionen. Es ist ja nicht nur bei der Politik so. Auch Nicht-Politiker können mehrfach Funktionen haben. Du bist eben auch Instruktor beim ÖMTC. Genau, das hat vor, ich glaube, 15 Jahren oder so angefangen. Das war mit der Eröffnung von Wacharing in Melk, hat das angefangen, dass wir eine kleine, bescheidene Rennstrecke gehabt haben, aber sehr angenehm, weil viele Kurvenkombinationen, keine langen Geraden und so. Und da habe ich das angefangen, wirklich so diese High-Speed-Trainings zu machen. Das heißt, für den Durchschnittseinsteiger haben wir solche Trainings dann gemacht. Und das ist sehr, sehr gut angekommen, nur es wollten halt dann sehr viele gleich einmal auf eine große internationale Rennstrecke. Und da trauen sich dann die wenigsten wirklich alleine drüber. Und da habe ich diese Begleitung gemacht. Das war damals ganz lustig, das hat damals geheißen, Leb Motorsport und Fahren. Nur da bin ich auch zwei Veranstaltungen mit den Teilnehmern gefahren, und das waren dann irgendwo Racer. Und jeder Racer will dann irgendwo um ein Rennen oder ein Hobbyrennen oder eine Vergleichsfahrt fahren. Und das habe ich nicht angeboten. Und so waren die dann immer weg. Zu dieser Zeit hat der Frenke und der Kurt ebenfalls eine Serie gemacht, aber professioneller. Das heißt mit Rennen und so weiter. Und genau so haben wir sie eigentlich kennengelernt. Und da haben wir gesagt, diese Synergien werden wir jetzt nutzen. Das heißt, ich betreue ein bisschen die Einsteiger, begleite die auch mit rein. Und da haben wir eine fertige Rennserie. Das heißt, es fallen uns die Schnellsten nicht weg. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und darum kümmern wir sich sehr um den Nachwuchs, weil wir haben alle miteinander einmal angefangen. Wir sind alle nicht Profis gewesen. Also außer mir, ich war natürlich sofort schnell, deswegen habe ich auch den dritten gemacht. Aber lieber Kurt, damit sind wir wieder bei dir, weil ihr zwei mit BTR. Und jetzt die Frage, BTR, du hast mir schon gesagt, was heißt das? Ja, an und für sich heißt das Born to Race. Das ist die mehr oder weniger
die Übersetzung. Man erwartet sich eine Abkürzung für einen Firmennamen. Nein, ja. Born to Race. Ja. Und trotzdem, wie gesagt, auch nicht nur für die Top-Racer, sondern für alle geeignet. Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, es grassiert ja in der Szene immer wieder. Dasjenige bei BTR sind ja nur die Schnellsten der Schnellen. Das ist schon richtig. Aber wir sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir können vom Anfänger bis zum Spitzenfahrer mehr oder weniger alles betreuen. Es gibt da immer wieder so Aktionen für Einsteiger. Jetzt zum Beispiel haben wir eine laufen. Die Leute, die in der grünen Gruppe, also in der Anfängergruppe, fahren und keine Rennen teilnehmen wollen, die kriegen einen Rabatt von 50 Euro, egal auf welcher Rennstrecke auch immer. Das ist für den einen oder anderen ein Anreiz oder soll auch ein Anreiz sein, dass er mal bei BTR reinschnuppert. 50 Euro sparen ist kein schlechtes Zuckerl, würde ich sagen. Und von den Rennklassen her, es gibt Superbike und Supersport und da sind schon recht gute, schnelle Fahrer dabei. Naja, das stimmt. Also wir haben einmal verschiedene Trainingsklassen. Bei uns gibt es eine eigene schnelle Superbike-Klasse, dann eine schnelle Supersport-Klasse. Dann mittelschnell gemischt, das heißt, es fahren beide miteinander, beide Gruppen und eben die Anfänger und Rookies. Bei der Rennserie ist es so, es ist seit heuer neu, ganz die klassischen Serien mit Superbike-Klasse und 600er Supersportklasse, aber heuer erstmalig und großer Erfolg, die Trofeo Moto Italia gemischt mit Ducati und Aprilia, wobei zurzeit das Hauptaugenmerk noch auf Ducati liegt, weil wir da ja auch großzügig unterstützt werden vom österreichischen Importeur. Ja, und dann haben wir noch die Hobbyklasse, das ist eine gemischte Klasse, die wird sehr gut angenommen. Das sind genau die, die einmal ein Rennen fahren wollen. Und da haben wir nicht den klassischen Grand Prix-Start, sondern da haben wir einen fliegenden Start. Das heißt, wir nehmen den Fahrer schon einmal die Angst, mir stirbt das Motorraub am Start da oder es kann irgendwas passieren. Das heißt, diese vielen Rennserien und überhaupt diese verschiedenen Gruppen und auch die Anfänger bescheren uns hier ein Potpourri an, sag ich mal, geilen Motorradeln, was wir da schon alles abgefilmt haben und auch noch abfilmen werden. Ja, euch beiden, vielen Dank für das nette Interview, für die Aufklärung. Ja, der Tag ist noch nicht zu Ende, die Rennen kommen noch. Genau. Wir halten euch sozusagen am Laufenden und ihr geht jetzt dann weiterarbeiten, okay. Weil gewonnen habt ihr ja schon. Ja, freilich. Ja, alles Gute. Ja, eigentlich. Danke. Ja, danke. Ich stelle mich jetzt dann auf. Geht's runter, bitte. Ich stelle mich am Ersten. Danke, ich will Blumen. In der Box, hier ganz gemütlich bei einem lieben und guten alten Bekannten, dem Peter Lietz, den ich ja immer wieder treffe und bei dem ich mir immer wieder denke, der Bursch hat echt viel Zeit und viel Geld, er hat so viel Freizeit, aber nein, dir kann ich sehen, du bist zu lernen. Und ich sehe neben dir ganz stolz die 1299 Panigale, die an der Trofeo Moto Italia teilnimmt, du mit der Startnummer 19. Wo bist denn da, auf welchem Rang jetzt gerade? Du, es ist so, dass ich knapp hinter dem Fred Stingl bin. Der war wirklich ein junger, durchtrainierter im Vergleich zu mir. Den werden wir auch noch interviewen, aber jetzt sind wir bei dir mal. Ja. Nein, auf alle Fälle geht es relativ knapp runter. Wir fahren eigentlich ganz gute Zeiten und das macht riesig Spaß. Also, du hast mir auch gesagt, du nimmst nicht an allen Rennen teil, weil du ja doch noch die Haken im Geschäft hast. Aber bei der Veranstaltung jetzt machst du beim Rennen mit. Genau. Es ist ja so, dass wir also neben dem Motorradfahren nur eine Firma haben. Da muss ich ab und zu vorbeischauen. Und ja, dadurch kann ich nicht bei allen Terminen dabei sein. Aber es taugt mir, dass die Präferenz aufs Motorradfahren legst und nebenbei rennt das Geschäft. Bist du zufrieden mit der Panigale? Funktioniert es gut? So, ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. Das ist ein Motorrad vom Bani Racing Team. Da ist der Michele Piro die italienische Meisterschaft gefahren. Und das nimmst. Und fertig, das passt. Ein bisschen was hast du jetzt aber herumgeschraubt. Nein, du hast nur Kabelbinder montiert, gell? Du tust so, als könntest du schrauben. Naja, also Kabelbinder gehört zu meinen Lieblingsmaterialien. Zum Power-Tape dazu. Race-Tape und Kabelbinder, des guten Mechanikers Werkzeug. Also der, was das erfunden hat, der gehört wirklich heilig gesprochen, muss ich sagen.
Peter, wir wünschen dir viel Glück bei den Rennen und dass die Geschäfte weiterhin gut rennen. Aber wer so viel Zeit hat und wer so entspannt da auf der Bank sitzt, da muss alles gut rennen, oder? Ja, du, auf alle Fälle. Wenn es so weitergeht, bin ich schon sehr, sehr happy. Danke. Und wir schauen auch weiter. Peter, danke und tschüss. Ciao, bitte. Und jetzt bin ich hier beim schnellsten der Trofeo Moto Italia, der Manfred Stingl. Man sieht ihm eigentlich gar nicht an, so ein gemütlicher junger Bursch. Alle sagen, auch der Peter Litz hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Ja, der ist so schnell, der junge Bursch. Wieso bist du so schnell? Ja, keine Ahnung, das hat mich schon mehr gefragt. Ich sitze halt einfach auf und vor. Es ist passiert. Ja, es ist passiert. Was für Zeiten fährst du da in Brünn? Ja, letztes Jahr bin ich schon 2,4er gefahren und heute stehe ich bei 2,5 und mal schauen, was im Rennen geht. Und als Maschine dient dir eine 1299? 1299S, genau. Fahrwerk ist Serie, Motor ist auch Serie. Ein großer Kühler drin, ein Auspuff und ein bisschen Carbon, Fußrasten. Und eine leuernde Grell. Rot-orangene Lackierung, ein bisschen auf Superleggera. Genau, nein, das ist einfach die geilste Farbe, was es gibt. Ja, es schaut wirklich super aus. Also mit der hast du auf alle Fälle schon gewonnen. Du bist sonst auch bei Rennen tätig. Ja, ich fahre jetzt die BTR Challenge da. Und ansonsten bin ich heuer noch einmal im Mugello. Da wird die Superleggera vorgestellt, die neue. Das ist ein Exklusiv-Event von einem Kunden, da bin ich dann mit dabei. Dann haben wir noch 3 Tage dran gebucht. Genau. Das war's. Also du kommst zum Fahren, du kommst zum dich verbessern, weil der Kurt Deutzbacher direkt vom BTR hat mir gesagt, der hat so einen unspektakulären Fahrstil, der schaut gar nicht so schnell aus und dann ist er so schnell. Ich habe nämlich auch einen unspektakulären Fahrstil, aber ich bin leider nicht so schnell. Gibt's noch Hoffnung? Die gibt es sicher. Das machen wir am Nachmittag. Ja, super, ich freue mich schon. Dann bist du sofort irgendwo. Wo ist er? Wo bleibt er? Na, ich wünsche dir alles Gute beim Rennen dann. Danke dir. Gibt es irgendwelche Konkurrenten, die dir gefährlich werden? Das werden wir dann sehen. Wir werden es uns anschauen. Ja. Danke fürs Plaudern. Du schaust nicht so aus, als müsstest dich irgendwie vorbereiten mit Musik in den Stöpseln, in den das Ohren. Das macht mich echt nervös. Eine Pizza schieben wir jetzt da rein. Das heißt, er führt lieber Schmäh und haut sich eine Pizza in die Rippen. Und ja, na cool, gefällt mir. Danke fürs Plaudern. Kein Problem, danke auch.